Ich bin wieder da. Ja, ich bin es wirklich. Vergesst jede andere Möglichkeit der Kommunikationsbeschaffung. Dies ist der einzig wahre, der unnachahmliche, der immer richtige Dimas Movieblog. Ja, und heute geht es weiter mit einem Remake. Aha, von einem koreanischen Film. Und zwar Old Boy. Der gute alte Regisseur Spike Lee. Unter anderem bekannt durch seine farbigen Komödien und Thrillers, hat jetzt sich des großartigen, legendären, unnachahmlichen Oldboy angenommen. Und ja, der Film ist in großen Teilen der Handlung sehr, sehr ähnlich, aber dann wiederum weicht er ab und an ab. Und in der ersten Hälfte ist dieser Film wirklich, wirklich handwerklich sehr überzeugend gemacht, sehr spannend, sehr interessant, wirklich sehr gut. Und man denkt, wow, hat Spike Lee es wirklich geschafft, diesem schon wirklich großartigen und wirklich legendären Film noch einen oben drauf zu setzen? Nein, hat er nicht, denn die zweite Hälfte dieses Films kackt vollkommen ab im Gegensatz zu der ersten. Ja, hier wird nachgemacht, aber schlecht nachgemacht. Und am Ende haben wir einen besonderen Twist, der nun wirklich überhaupt gar keinen Sinn macht. Mein lieber Spike Lee, da hast du wohl wieder einen zu viel geraucht. Ich würde für diesen Film leider dann doch nur, immerhin doch vernünftige, aber für Oldboy enttäuschende 7 von 10 Punkten geben. Wer das Original noch nicht gesehen hat, der sollte das aber jetzt schleunigst nachholen.